Zwischen dem noblen Zentrum von Düsseldorf und Klein-Marokko liegen gerade einmal 2 Kilometer. Großrazzia im sogenannten Maghreb-Viertel im Stadtteil Oberbilk. 300 Beamte durchsuchen 18 Cafés, Shisha-Bars und Spielotheken. Im Visier der Fahnder illegale Einwanderer und Drogendealer. 40 Männer werden an diesem Abend vorläufig festgenommen. 38 von ihnen hielten sich illegal in Deutschland auf. In der nordafrikanischen Gemeinde wächst die Wut auf die kriminellen Landsleute von Tag zu Tag. Ich finde das gut. Warum? Das sollte immer so sein. Dann wird sie auch mal richtig sauber. Was glauben Sie denn, was das bewirkt jetzt? Was? Ja, dass die Jungs, die hier den Krach veranstalten, hier wegkommen und dass wir wieder in Ruhe leben können mit unseren Nachbarn. Auch Deutsche, die sind dabei. Und wir leben schon seit Jahren mit denen gut, seitdem die Jungs hier sind. Letzte Woche haben sie mich zweimal hier versucht, zum auszurauben. Ist halt, dass hier viel gedealt wird natürlich, ne? Und das ist auch nicht gut. Also ich toleriere sowas definitiv nicht. Und ein bisschen Polizeipräsenz ist auch nicht verkehrt, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Nicht erst seit den Übergriffen Silvester in der Nachbarstadt Köln steht das Viertel im Fokus der Ermittler. Seit Jahren steigt die Kriminalitätsrate unter Nordafrikanern im Stadtteil dramatisch an. Das Maghreb-Viertel ist ein Hotspot und ein Anziehungspunkt auch für überregionale Straftäter, hierher zu kommen, ihre Freizeit hier zu verbringen. Das ist schon ein sozialer und kultureller Mittelpunkt, speziell nordafrikanischer Tätergruppierungen. Aber wir haben auch festgestellt bei unserer Auswertung, dass über 50% der Personen, die von hier aus losziehen, um Straftaten zu begehen, nicht aus Düsseldorf stammen, sondern von dem Viertel angezogen werden. Was das bedeutet, steht in dieser Akte, die Spiegel TV vorliegt. Das Auswerte- und Analyseprojekt Casablanca errechnete für Düsseldorf über einen Zeitraum von einem Jahr mehr als 4000 Delikte. Darunter 1294 Diebstähle, begangen von mehr als 2000 nordafrikanischen Tatverdächtigen. Haupttatort, so ermittelten die Analysten, ist die Düsseldorfer Altstadt. Ein Polizeivideo zeigt die Vorgehensweise der sogenannten Antänzer. Zu zweit nähern sich die Männer ihrem Opfer. Dann erfolgt über ein spielerisch wirkendes Antanzen die Kontaktaufnahme. Während der Umarmung wird dem Opfer das Handy entwendet. Der zweite Täter sichert, während der Komplize das Opfer beschwichtigt und sogar noch freundlich verabschiedet. Schließlich flüchtet Täter Nummer 1, auch wenn die Diebe gefasst werden. Es drohen kaum oder gar keine Konsequenzen. Das Problem, was wir haben, und das frustriert unsere Kolleginnen und Kollegen immer mehr, wir nehmen Personen zum zweiten, dritten, vierten Mal fest und sie sind schneller wieder entlassen, wie wir auf der Wache sind. Das ist jetzt keine Pauschalkritik an der Justiz. Die Justiz ist in Teilen auch maßlos personell unterbesetzt und die Justiz kann auch nur nach Rechtsvorschriften arbeiten. Es ist also heute nicht so einfach, jemanden in Untersuchungshaft zu bringen. Neben den Straftaten enthüllt der Casablanca-Bericht ein weiteres brisantes Detail. Die Ermittler vermuten, dass hinter den Diebstählen eine Bandenstruktur mit organisierter Führung steht. Zitat: Auffällig wurden vor allem 2 Personen, Khaled N. und Taufik M. Diese Personen erscheinen als zentrale Kontaktpersonen der Szene. Im Maghreb-Viertel nehmen wir Kontakt zu Taufik M. auf und verabreden uns mit dem Marokkaner auf einem Spielplatz. Der mutmaßliche Kopf der Bande wohnte früher in Italien, lebt seit 2 Jahren in Deutschland. Er ist bereit zu einem Interview. Sein Landsmann Khaled N., der zweite Verdächtige, ist offenbar untergetaucht. Laut Akte liegen gegen Taufik M. 20 Anzeigen vor. Wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und gewerbsmäßigen Diebstahls. Verurteilt wurde er zu 7 Monaten Haft auf Bewährung. Es gibt noch 2 offene Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung. Taufik M. führt uns in ein Flüchtlingsheim. Dort trifft er sich täglich mit seinen Freunden. Bei allen Männern hier läuft ein Asylverfahren. Und sie sind schon wegen Diebstahldelikten aufgefallen. Eine kriminelle Bande? Organisierte Kriminalität? Für Taufik M. eine Frage der Definition. So etwas gibt es bei uns nicht. Es sind immer 2 Personen, die klauen. Ist das eine Bande? Das ist doch noch nicht mal eine Gruppe. Was ist eine Gruppe? 3, 4, 5?
Also, ist das dann eine Gruppe, die klaut? Das ist nichts. Der eine klaut eine Hose, der andere ein Handy oder eine Tasche. Jeder arbeitet für sich allein. Ich habe immer alleine geklaut. Alleine. Egal, wann die Leute, fünf Leute oder zwei Jungs oder drei Jungs, ich kann zu denen alleine schaffen. Ich kann nur mit denen so einfach so reden. Nur mit denen einfach reden, kann ich denen was abziehen. Trainiert ihr das? Nein. Woher können Sie das? Ich bin mit 10 zum Klauen anfangen. Integration sieht anders aus. Beide Männer beziehen Sozialleistungen in Höhe von jeweils 300 Euro pro Monat. Einer regulären Arbeit dürfen sie im Asylverfahren nicht nachgehen. Ja, ich habe Klamotten geklaut, aber nur um mir am Ende des Monats etwas zu essen zu kaufen. Aber jetzt habe ich seit 1,5 Monaten nichts mehr gemacht. Trotzdem komme ich mit der Sozialhilfe einfach nicht über den Monat. Von der Theorie zur Praxis. Während des Interviews klauen Taufiks Freunde im Hintergrund einem Mann aus Mali das Handy. Der will es natürlich zurückhaben. Du bist mit Terroristen. Komm, mach die Kamera weg. No forget. Dann verlagert sich die Schlägerei auf den Flur. Alltag im Flüchtlingsheim in Oberbilk. Die eigentliche Hauptstadt der Taschendiebe aber ist Berlin. Über 40.000 Taten gab es hier im vergangenen Jahr. Ein Drittel mehr als im Jahr davor. Ein boomendes Geschäft, dem Einheiten der Bundespolizei Einhalt gebieten wollen. Sven Lichtenberg und Nadine S., deren Gesicht wir nicht zeigen dürfen, auf einem ihrer täglichen Streifzüge über Berliner Bahnsteige. Nationalität passt. Wechseln den Bahnsteig, halten Ausschau nach Gepäck. Genau. Suchen sich augenscheinlich schon Opfer. Alle drei mit Rucksack ausgestattet, laufen sehr langsam, schleichen schon fast den Bahnsteig entlang. Ich beobachte in diese Richtung die beiden, die da hinten stehen. Und Nadine beobachtet die drei, die hinter mir stehen. Raschauer am Alexanderplatz. Ein junger Mann auf der Treppe gegenüber weckt das Interesse der Ermittlerin. Scheinbar harmlos geht er hinter einer jungen Frau her. Eine Jacke verdeckt dabei seine Hände. Vorsichtig und kaum wahrnehmbar wird der Rucksack der Touristin geöffnet. Dann erfolgt der Zugriff. Guten Tag, Bundespolizei. Sie bleiben jetzt hier. Entschuldigung, da hat sie gerade geklaut. Gucken Sie mal in den Rucksack, die Tasche ist auf. Ein guter Taschendieb kann im Monat bis zu 30.000 Euro verdienen. Ein lohnendes Geschäft für die meist sehr jungen Täter, die ihr Handwerk schon als Kinder gelernt haben. Nach Erkenntnissen der Bundespolizei gibt es in Rumänien und Bulgarien sogar Taschendiebstahlschulen, die den Nachwuchs ausbilden. Erst seit 22 Tagen ist der Serbe in Deutschland registriert und will demnächst einen Asylantrag stellen. Seit 8 Jahren bekämpft Polizeihauptmeister Sven Lichtenberg Taschendiebstahlkriminalität. Die Banden arbeiten in Familienclans und sind international vernetzt. Hier in Steyrstedt ist eine Struktur einer etwas größeren Familie. Und die einzelnen Kinder in diesem Fall werden dann in den Städten oder in den Herkunftsdörfern, wo sie sind, ausgebildet zu Taschendieben. Wenn sie dann bereit sind oder gute Diebe geworden sind, dann werden sie, wir sagen, wieder zu auf Europa-Tournee geschickt, also sprich in einzelne Ländern von Europa, in Hauptstädten, um dort Geld zu verdienen. Anschließend fließt das Geld an die einzelnen Familienoberhäupter zurück, in diesem Fall nach Rumänien. Derartige Strukturen finden sich auch in Düsseldorf. Fahrt zurück in das Maghreb-Viertel in Oberbilk. Trotz Razzien und Observationen betreiben die Hehler und Dealer nach wie vor ihre Geschäfte. Die Täter sind einfallsreich und verlegen spontan ihre Umschlagplätze. Sie terrorisieren Geschäftsleute und Anwohner.
In einer marokkanischen Bar zerschlug erst kürzlich ein Dealer aus Wut die Scheiben. Das Verhalten der meist jungen Täter betrachtet man in der nordafrikanischen Gemeinde mit großer Sorge. Die haben keine Angst vor Knast oder irgendwo. Alle Knäste, sie wissen, in Deutschland ist wie Hotel. Und deswegen haben die keine Angst davor. Ja, deswegen wollen die auch machen, was die wollen. Viele Leute von diesen Kriminellen haben auch keine Häuser. Und die denken, ich mache irgendwas, Kriminalität. Und dann gehe ich in den Knast rein, weil hier ist so schön. Das ist das hier. Mehr als 50% der Straftäter stammen laut Casablanca-Analyse aus Marokko. Um ins Heimatland ausgewiesen werden zu können, mussten die Täter bisher zu einer mindestens dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden sein. Soweit die Theorie. Alleine im ersten Halbjahr vergangenen Jahres waren 5.500 straffällig gewordene Nordafrikaner ausreisepflichtig. Lediglich 53 konnten in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden. Die meisten von ihnen waren zuvor einfach untergetaucht oder konnten von den Behörden nicht ermittelt werden. Von der Politik sind die gesetzlichen Grundlagen für mögliche Abschiebungen inzwischen geschaffen worden. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie auch umgesetzt werden. Nachfrage im Düsseldorfer Landtag. Marokko ist ein Land, das freiwillig kaum jemanden zurücknimmt. Denn die Marokkaner sagen, wir haben zwar ein Rücknahmeabkommen, dem folgen wir aber nur, wenn deutlich ist, dass diejenigen, die ihr uns überstellen wollt, auch Marokkaner sind. Diejenigen, die es betrifft, wissen aber, dass sie ohne Papiere hier gut leben können. Denn die marokkanische Botschaft ist alles andere als kooperativ, wenn es darum geht, neue Papiere zu beschaffen. Das weiß die Botschaft, das wissen die Betroffenen. Und darum gibt es kaum eine Möglichkeit, sie auszuweisen. Bei Taufik und seinem Freund Hassan spielt das offenbar alles keine Rolle. Bislang waren ihre Haftstrafen auf Bewährung. Und auch im Falle einer Ausweisung weiß man sich zu helfen. Irgendwie. Ich habe gar keine Angst vor Abschiebung. Die kann mich jetzt abschieben. Und die kann ich so, eine Woche bin ich noch mal hier. Die kannst mich abschieben. Und dauert nur eine Woche, bin ich noch mal hier. Ich zahle kein Geld. Um eines klarzustellen, bei Männern wie Hassan geht es um kriminelles Verhalten, nicht um Flüchtlinge oder Integration. Und nur wenn der Rechtsstaat Präsenz zeigt, wird es für die Klaubanden schwieriger werden. So wie an diesem Freitagabend in Berlin. Dienstbeginn für die Einsatzkräfte der zivilen Fahndungsgruppe der Bundespolizei am Bahnhof Zoo. Die Hochphasen jetzt speziell für die Nachttäter, kann man sagen, ist so der Zeitraum 3 bis 7 Uhr, 8 Uhr. Wir hatten es teilweise auch schon, dass die Leute dann von den Sitzbänken heruntergezogen wurden, um zu testen, wie fest er denn wirklich schläft, dass gezielt angetippt wird, wach gemacht wird. Und wenn er ihnen hier nicht reagiert, dann ist es natürlich genau das Opfer, das sie sich gesucht haben. Ein Polizeivideo dokumentiert die Dreistigkeit eines Diebes, der einen Schlafenden beklaut. Mit vorrückender Stunde in die Nacht wächst die Zahl möglicher Opfer. Das Problem, um Taschendiebe festnehmen zu können, muss man sie auf frischer Tat ertappen. In den S-Bahnen positionieren sich die Beamten in der Nähe von Schlafenden. Wir filmen mit versteckter Kamera. Im Laufe der Nacht fällt den Fahndern immer wieder eine Gruppe junger Männer um diesen Herrn mit auffälliger roter Jacke auf. Um 5:30 Uhr morgens ist es dann soweit. Ein Fahnder beobachtet einen Tatversuch bei einem Schlafenden. Dann erfolgt der Zugriff. Hier rein, los. Vier mutmaßliche Taschendiebe gegen zwei Beamte. Zur Absicherung wird die Gruppe fixiert. Die Verdächtigen sind Asylbewerber aus Moldawien. Eine Überprüfung zeigt, zwei der Männer waren bereits wegen Taschendiebstahls auffällig. Profis im sogenannten Zapzarab-Geschäft. In Osteuropa Gaunerslang für Clown. Sie wurden beobachtet, wie Sie versucht haben, jemanden zu bestehlen. Warum machen Sie denn sowas? Sorgen müssen sich die Männer nicht machen. Auf der Wache erfolgen die erkennungsdienstliche Behandlung und eine Anzeige wegen Diebstahls. Für einen Haftbefehl reicht dies nicht aus. Und so sind die Männer kurz darauf wieder frei. Bis zur nächsten Festnahme.